Oh, ich hab Kohle. Wenn ich ehrlich bin, warum bauen wir jetzt eigentlich uns in dieser verkackten Höhle hier so weiter aus? Wir wollten da nur mal in der Nacht gucken, dass wir ein paar Ressourcen finden. Ich wollte gerade sagen, da ich hier gerade ordentlich Kohle finde noch, bleibe ich jetzt. Ja, super. Und da wir hier uns schon irgendwie 500 Kilometer durch diese Höhle Distrikt. Ich habe kreuz und quer gebaut, kannst ja mal einfach die Gänge abgehen. Sehen recht lustig aus. Okay. Wow, das war Fail hier, Fail. Schwubbelidub, außerdem wäre es ja ganz gut, wenn wir unser Fressen hier weggebrannt schon. So. Na, hier hat er doch gerade Kohle gefunden. Ja, ich geh mal zu Amstrad nach hinten. Kohle. Alles sind meine zwei Kotlets, die noch da drin sind. Ja, ich habe jetzt gar kein Kotlet gekriegt, Leute. Och, schön. Oh, heul doch. Gib mir mein Kotlet. Ich habe 9 Stück in die Kiste gepackt. Ah, sehr gut. Ich habe ja vorhin viele arme Schweine gefunden. Ah. So, für was brauchst du denn jetzt Kohle? Für Fackeln. So. Ich dachte, hätte jetzt gewartet, dass er selber nicht weiß, wofür. Wahrscheinlich, ja. Und Kohle. Kommt Kohle? Ja, ich bin noch. Ah, wir haben aber gerade Kohle, du brauchst hier keine Kohle. Also, wir haben gleich. Also, ich habe 24 im Moment dabei und finde hier immer mehr. Ja, super. Na, genau deswegen, Doge. Jetzt hast du deine Antwort, warum wir uns da reingraben. Jetzt hast du deine Antwort, damit du warum deine ich Kohle dabei kriegst. Bin. Du hast auch recht. Ich bin wie ein Trüffelschwein, ich finde Kohle. Ein bisschen Kohlenschwein. Genau. So, Leute, draußen wird's Tag. Nur so zählen. Jo, ja, noch baue ich hier Kohle ab. Und dann beeil dich mal ein bisschen. Ja, mach ne. Sag mal, ich habe erst eine Steinhacke. Du hast das Eisen gefunden. Du hast die Kohle. Ich weiß. Aber ich auch. Kohle raus, Kohle rein, Kohle raus, Kohle ra. So, ha. Kohle rein, Kohle raus, Kohle ra. So, dann haben wir das. Hallo, Ente. Ich sortiere hier mal kurz. Wie macht man sich nochmal so eine Holzsuppenschüssel? Wie ein V. Das Holz legen. Ah, ja, super, okay. Na, Doji, ist deine Dings kaputt gegangen? Ach, so was? Viel? Ich wollte gar nicht so viel, Mist. Es hörte sich gerade so an, als wäre dir deine Spitzhacke durchgehend. Ist ja auch, aber. Achso, okay. Die brauchen wir. Und die brauchen wir. Schön. Ich habe auf jeden Fall schon mal viermal Suppe noch für uns organisiert. Oh, das ist cool. Also an Hunger sollten wir jetzt möglicherweise nicht unbedingt sofort enden. Jetzt finde ich Flint. Ich weiß gar nicht. Wobei, du musst unbedingt gucken. Doji müssen wir auf jeden Fall über dem Nullpunkt halten. Wieso? Darunter ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lava kommt, relativ groß. Ja. Ah, ich habe auch Kohle gefunden. Ich habe gerade hier, wie heißt denn das andere noch? Es gibt ja Kohle und woraus ich Feuerzeuge herstelle. Flint. Genau. Hab ich gerade hier schon. Okay, es ist auch nicht ganz selten. Naja, wenn du Kies abbaust, oder? Ja. Ist auch nicht gerade eine große Wahrscheinlichkeit, dass du da denn immer einen Flint drin hast beim Kies. Nee, nicht groß, aber hier so viel Kies. Nö, ja, ist richtig, aber trotzdem. So, yo Ladies, was für ein Thema wollen wir denn eigentlich labern? Genau. Was noch? Ja. Ich setze mich da ganz klar nach Dojis Prinzipien. Also? Ja, Prinzipien. Prinzipien? Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich auch nicht. Ich kenn schon länger. Im heutigen Spiel. So, wir brauchen was. Ich hab was. Gute Vorsätze. Egoist. Wie wär's mit guten Vorsätzen? Das wäre doch ein lustiges Thema. Doji? Ach, gute Vorsätze. Ich hab Eisen gefunden, Alter. Eisen! Holla, die Waldfee, der freut sich ja. Und Kohle! Ja. Und mehr Eisen! Okay, gute Vorsätze ist ein gutes Thema. Ich hab auch wieder Kohle gefunden. Oh nee. Kohle? Ja, dann fang mal an. Wer hat einen guten Vorsatz von euch? Hat irgendeiner von euch einen guten Vorsatz? Shunoji. Wie wär's mit dir? Ich hab mir echt für dieses Jahr eingesetzt, aber ich weiß den Eiskalten noch nicht mehr. Ich glaube, ich wollte aufhören zu rauchen, Silvester. Aber? Bin ich so ganz geschafft, glaube ich. Ich bin nicht Raucher, das zum Glück, also. Ihr habt ja echt gute Vorsätze. Ja. Was hast du denn für Vorsätze? Ich? Vorsätze? Moment. Mit Vorsatz vielleicht irgendwas, aber Vorsätze direkt? Nee, nicht so direkt. Aber eigentlich brauche ich gar keine Vorsätze, ich bin perfekt. Ist doch ein blödes Thema, oder? Ja, irgendwie schon. Wenn wir nicht mal alle Vorsätze haben, die eure nicht eingehalten habt, die ich gar keine habe. Und ich weiß nicht mal meinen mehr. Ich wollte gerade sagen, der eine war zu besoffen, der andere...
hat es einfach keine Lust gehabt, aufhören zu rauchen. Moment. Der ja. andere hat keine. Ich habe euch mal jeweils eine Pilzsuppe reingehauen. Jo. Ja. Ja, ist natürlich schwierig, ohne Vorsätze, Vorsätze zu haben. Ja. Was zur Hölle baue ich hier? Hier finde ich doch keine Ahnung. Find ich nie wieder. Was mal interessant wäre, was unsere Leute hier, die Zuschauer, für Vorsätze haben, hatten, ob sie die eingehalten haben, ob sie davon überhaupt was halten. Ja, das wäre ja auch mal eine interessante Sache. Nette Frage, auf jeden Fall. Oder wie ich die Vorsätze vergessen haben. Ja, aber das ist ja auch, ich sag mal. Nicht jeder trinkt so viel Alkohol wie du. Ach, Entschuldigung, genau. Ich bin so Alki, ey, Alter. Hab Silber. Eisen, Kohle, Alkohol, Eisen. Du hast Silber? Wir machen hier Bricks. Was? Wir machen hier Bricks. Bricks? Wie ich? Was? Ziegelsteine. Achso. Ich? Hast du ein Problem damit, oder was? Nee. Ich hab doch vorhin hier Lehm eingesammelt. Was braucht man sonst Lehm? Wenn ich ehrlich bin, ich hab jetzt irgendwie richtig Lust, hier in den Berg einzugraben und hier richtig schön großes Haus draus zu bauen. Hier irgendwo im Nirgendwo. Ja, wurde gleich ein Fehler wie letztes Mal auch. Ja, letztes Mal wurde. Jetzt habe ich schon wieder keine Kohle mit. Sag mal, kann mir irgendeiner mal Kohle geben? Nein. Geile Mann. Wie nein? Wenn ich hier rausfinde, bringe ich dir Kohle vorbei, mein Freund. Wenn ich hier rausfinde. Ein guter Vorsatz, wenn du da rausfindest. Alter, bin ich mein eigenes Loch hier gerade gefallen. Ich sehe Spielepirat. Ey, ist halt immer noch Spielpirat. Oh, Entschuldigung. Wie bist du auf diesen Server gekommen? Echt? So, hier bin ich langgelaufen, dann bin ich... Oh, Alter, wo laufe ich denn jetzt hin? Langgelaufen, glaube ich. Und dann habe ich hier eine Fackel. Hier habe ich Doji das letzte Mal gesehen. Boah, so, Kohle brauche ich keine. Ich brauche keine Kohle mehr. Hier. Hallo. Ich bin hier oben wieder, du bist gerade nicht vorbeigegangen. Ja. Hey, Leute. Hi. Hast du Kohle? Ein bisschen. Juhu. Ich danke dir. Ach, kein... Oh. Nicht dafür. Oh. So, Fackel die Waldfee. Hm. Holland Not. Wie sieht's denn eigentlich draußen aus? Habe ich gesagt, hell. Wobei es bald wahrscheinlich wieder dunkler aussehen wird. Nö, Sonne auf 12. Sonne. Nö, Sonne auf 12. Ich bin weg. Oh, Alter, jetzt gibt's erstmal einen auf den Dödel. Tschüss. Ja, wir müssen den Tag hier umschlagen und dann müssen wir noch weiter. Also guck mal, wir haben da hinten haben wir ein Sumpfgebiet. Ja. Das heißt, in die Richtung wollen wir nicht unbedingt laufen. Nein. Weil Sumpfgebiet heißt, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Wasser, oder könnte zumindest sein. Und wir haben kein Boot. Und wir wollen, ja, auch wenn wir ein Boot hätten. Also ich glaube, Doji und ich, wir sind geheilt von der letzten Bootstour, die einfach mal nicht enden wollte und war auf einer Insel. Und ich denke, dass wir irgendwie in die eine Richtung laufen sollten. Ist ein Tschernobyl hier? Das ist ja der Wahnsinn. Kommt mir echt wie Tschernobyl Diaries vor, aber wirklich. Dann sollten wir mal gucken, dass wir in Richtung, weiß ich nicht, Wüste? Oder wo finden wir noch ein bisschen Wüste? Ich hier. Ja. Schnell, weg da. Oh, kein Fressen? Nein. Also ja. Nein, jetzt nimm doch nicht wieder die Truhe an. Futter los. Und dann los, so jetzt mach einer aber ab hier! Z hier! Nehme ich auch noch kurz ein Fleisch. Nein, aber jetzt, was für ein Thema wollen wir denn labern? Ja. Oh, ich habe eine Wüste gefunden, Leute. Eine Wüste ist doof. Eine Wüste ist doof, aber wenn wir da vielleicht eine Pyramide finden. An ich habe Hundis gefunden. Knochen hat noch keiner, wa? Nein. Ich habe ein Schaf. Oh oh. Eisen. Wie gut, dass ich Eisen habe. Die du mir geklaut hast. Ja, hätte ich den hier geklaut, könnte ich das Schaf jetzt nicht schaden. Moment mal, die können wir auch einfach hier lassen. Oder wollen wir die Holzmaterial-Werkzeuge nochmal mitnehmen? Nein. Keine, also mein Stack ist hier fast voll, also mein ganzes Inventar. Ja, ich habe. Wäre also schön, wenn ihr so die wichtigsten Sachen noch mitnehmt. Ich habe Kultur ausgeleert. Shooten Doji steht da gerade wie so eine steife Sau irgendwie vorm Dings und hat das Eisen mitgenommen. Was auch mir gehört. Nee, 10 Stück davon gehören mir. Alter, ich habe alles mein komplettes Eisen darunter getan. Weil der Pirat, und ich habe mir gedacht, das ist sowieso gerade am Brennen, da packe ich auch noch 10 Stück drauf. Jetzt ist der Pirat auch wieder schon. Gerade, ich habe 16. Okay. Ja. Also wisst ihr, ich habe mir 4 Eisen genommen. Wo zur Hölle bist 3. du jetzt hin, Pirat? Ich bin in der Wüste und will gerade die Spinne jagen. Wo zur Hölle ist die Wüste? Habe ich doch gesagt, die ist gleich hinterm Berg. Also wie zur Hölle baue ich mir eigentlich nochmal Schwerter? Na, mit 2-1 halt. Was? Ja, warte mal.
Du machst oberen beiden eben das Material, was du brauchst, dein Sticky darunter. Okay, ich hab Schwerter. Oder? Nee, So, ich bin in der Wüste. Ich komme wieder zurück. So, und dann wahrscheinlich so. Jo, Tatsache. Ah, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo einen Knochen finde. Die müssten ja auch noch liegen, wenn hier irgendwo ein Skelett verbrannt ist, ne? Keine Ahnung. Weil die suche ich eigentlich. Aber wo bist um du denn? Hundis hier zu haben. Wo bist du denn eigentlich hingelaufen? Über den Berg, über den Winterberg. Rechts lang ungefähr, also schräg rechts. Was meinst du, Doji? Ist das, was er meinte? Ihr müsstet mich doch sehen können. Guck mal. Ja, wir müssen erstmal den Berg hoch. Ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal den Berg hochkommen. Ja? Genau. Habt ihr jetzt alles aus der Höhle mit rausgenommen, die Tür auch? Du glaubst, Doji? Lauf! Scheißegal. Hier. Meine Tür! Ich sehe die Wüste. Warte mal, ich guck mal hier. Pass auf, vielleicht siehst du mich gleich. Ich komme so von rechts in die Wüste reingelaufen. Ja, wenn das. Okay. Ich sehe dich. Kein schöner. Wer soll sonst hier mit dem Schwert rumrennen, oder? Kein schöner Anblick, aber sonst. Wer ist denn da runtergesprungen gerade? Doji. Da war keine Lava. Ja, ich kann gerade synchron, das hat sich ja gerade. Wer ist da runtergesprungen? Doji. Das hat sich gerade so göttlich angehört. So wahr, meinst du? So, dann sind wir in der Wüste. Genau. Hat denn jemand von euch irgendwelche Setzlinge mitgenommen, falls wir hier irgendwo was finden? Ich auch. Wollen wir mal ein bisschen weiterlaufen? So in der Wüste, vielleicht finden wir was. Oh, wollte ich gerade sagen. Weil es soll ja jetzt mit der 3er-Version ja auch die ganzen Pyramiden geben. Pyramiden sind cool. Mit Sprengfalle. Und ich bin Bear Grill. Ganz. Du bist ja, genau. Thema. Wollen wir jetzt hier sprinten oder nicht sprinten? Haben wir genug Fressen dabei oder ja? Ich hab noch 8. Ah ja, reicht. Und wenn nicht, bleibst du auf der Strecke. Ich hab noch 5. Ich habe insgesamt auch schon 4 Betten, 2x Wolle. Und das eine Schaf habe ich da liegen lassen. Mist. Doji springt wieder. Leute, die Sonne geht bald wieder unter. Dann buddeln wir uns hier halt irgendwo rein. Aber da hinten ist gerade wieder ein Rand. Sieht aber aus wie Höhle. Höhle. Dann lass mal da hinlaufen. Das ist Urwald. Aber da können wir vielleicht irgendwie mal. Ich steck in dir, Pirat. Oh Gott. Igitt. Ey, Steph. Igitt. Wow. Gleich Tschüssikowski hier. Und dann noch diese. Was denn? Höhle? Ah, Alter, Bambus. Was heißt hier Schiffsgeschildele? Das heißt das, genau. Ja. Kohle. Bambus. Man würde sich hier irgendwie unterbuddeln. Sieht doch ganz nice hier aus. Ja, ist richtig, aber ich will jetzt auch nicht hier schon gleich bleiben. Oh, guck mal, hinten sind Schafe, die Schäfe. Ey, zieht euch mal das rein. Ich schaf die mal. Zieht euch mal das rein. Wo kommt geht grad hier, nicht. Wo zum fucking normal kommt dieser Kack? Wasserwalle her? Das Ding ist. Ja, der kommt aus nirgendwo, war ja. Hab ich schon durchgelaufen. So. Oh. Jetzt muss ich mal die Niagara. Hier ist auch ein Höhleneingang. Wo? Jetzt hab ich mal die Niagara. Hier hinten, aber ich hab mich noch Kohle geholt. Hi, Doji. 6, 2, 8. Wir brauchen 9x Wolle, ne? Ja. Ey, eins von den Schafen kann doch jetzt mal. Könnt ihr mal irgendeine Unterkunft bauen? Macht ihr jetzt schon? Doji, komm. Weil ich hole jetzt gerade hier, ich suche gerade hier das alles Schaf. Ich hab eins! Ja, ja, ich würde sagen hier oben, oder? Hier ist auch schon das erste Skelett. Das ist ein Knochen. Oh, ist so zusammengezuckt gerade, weil es mich getroffen hat. Oh, ich hasse Sand. Ey. Na toll. Mich hat er erwischt, dich nicht. Wie? Du bist nein. Ich stehe hinter dir, mein Freund. Amstaff wurde von Pirat aus Versehen getötet. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Steht doch, Amstaff was slain off bei Pirat. Du alte Sau, du. Ups. Das war nicht mit Absicht. Was rennst du auch in meine Schwertertechnik rein? In deine Schwertertechnik? Du hast mich getötet. Du bist aber ein Monster. Aber wisst ihr was? Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal 3 Betten. Ja, immerhin. Also wir könnten dich ja hier spawnen lassen in Zukunft. Wo bist du denn jetzt? In der Höhle hier drin? Nein. Ich meine nicht dich. Ach so. Ich mein Doji. Ach toll, ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin hier so ein bisschen an der Seite. Ey, habt ihr den Riss gesehen hier? Nein, aber gleich. Ach du Grüne. Ich nehme alles mit, alle M-Stuffs, alles. Oh Gott, Emmy. Oh. Was denn? Die ganzen Sachen, ey, die ganzen Feuersteine brauchen wir nicht, oder? Den ganzen Eichel. Lass doch seine Zeugs da liegen. Kannst du eine Kiste hinstellen oder sowas und packst du da rein, kannst du gleich holen. So. Ach, da bist du mit dem Eingang. Gut zu wissen. Ich mach da mal 2 Fackeln hin.
Ja. Kann man das auch finden. Na, du hast dich ja weit reingegraben, Lohme, ey. Ja, weil irgendwann kam dann mal Sand von oben nach. Das sind ungefähr 9 Steine, die du hier rausgekloppt hast. Ja, wenn irgendwann Sand von oben nachkam. Okay. Oh. Hoppla. Was ist denn los? Ich bin noch ausgeflogen. Das hier ja, vom Server? Ja, das ist ja doof. Egal, bin wieder drin. Ja, naja, solange ich jetzt nicht bin, ist ja kein Problem. So. In der Aufnahme. Wollte ich gerade also sagen, persönlich ist ja nicht schlimm, ne? Ich bin ja direkt wieder draufgekommen. Richtig. Nee, und solange du nicht in der Aufnahme rausfliegst, ist alles richtig. Passt. Richtig. Oder ich nicht wieder F9 drücke. Ja, das wäre doof. Wir haben so, ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall schon mal einen Spawnpunkt dann, ne? Aber es gibt ja auch andere Leute, die kriegen es nicht hin, auf F9 zu drücken, dass sie aufnehmen. Nee. Wer macht denn sowas? Nee, Doji? Was? Ich doch nicht. Ne, mach mal Platz da. Ich brauche gerade Betten, Kollege. Boah, Alter, jetzt. So, ihr seid in irgendeinem Urwald. So könnte man das sagen. Nein, ja, nee, eigentlich sind wir nicht im Urwald. Ach ja, kann ich ja nicht machen. Aber wir sind vor einem Urwald. Kann auch raus. Nein! Okay, geh mal da weg, Doji. Warte mal. Na, was haben wir denn jetzt hier? Okay. Doji. Ich glaube, ich flieg gleich wieder raus. Was ist denn das? Es läuft flüssig alles. Oh, ich flieg einfach plötzlich raus. Aber weißt du nicht? Weil er anfängt, von einer auf die andere Sekunde fängt er an, total stehen zu bleiben. Ach Quatsch. Für 3 Leute ist das aber auf jeden Fall schon ausgelöst. Ein Nitrado-Server, ja. Das ist es ist ja, hat ja am Anfang auch die ganze Zeit geklappt. Das liegt irgendwas mit meinem PC. Ups. Ja, ich mach mal kurz Neustart ganz schnell. Verbindung trennen. Also, Amy, du Spieler, mach das.